zum Mauerfall-Jubiläum letztes Jahr haben wir mit der Udo Lindenberg Stiftung, vertreten durch Arno Köster, haben wir einen Schülerpreis ins Leben gerufen, genannt Mauern einreißen. Darin sollen sich Schülerinnen und Schüler mal so richtig austoben mit dem Thema: Gibt es die Mauer in unseren Köpfen immer noch? Hinterm Horizont geht's weiter. Seit der Weltpremiere im Januar 2011 haben bereits 1,8 Millionen Zuschauer Hinterm Horizont im Stage-Theater am Potsdamer Platz erlebt. Darunter auch 170.000 Schüler. Jeden Abend erzählt das Musical deutsch-deutsche Geschichte, mitten im Herzen Berlins. Über 3 Monate waren Schüler in ganz Deutschland dazu aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Thema geteiltes Deutschland auseinanderzusetzen. Knapp 400 Schüler und Schülerinnen aus 12 Bundesländern beteiligten sich am Wettbewerb und reichten über 100 Beiträge ein. Zu den Juroren gehören neben den Hauptdarstellern Josephine Busch und Serkan Kaya auch der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn sowie Hubertus Knabe, Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Dass hier jetzt dieser Wettbewerb ausgeschrieben worden ist, finde ich auch eine tolle Idee, dass junge Leute sich mit dieser Zeit der Mauer beschäftigen. Und die haben so schöne Sachen eingereicht, dass wir echt Schwierigkeiten hatten zu entscheiden, was ist hier preiswürdig. Und am Ende haben wir dann 3 auserkoren und die werden heute Abend den Preis auf der Bühne bekommen. Hierzu wurden über 280 Schüler eingeladen. Auch 25 Jahre später scheint das Mauerthema die Jugendlichen zu beschäftigen. Es sind halt Dinge, die eigentlich in der jetzigen Zeit gar nicht mehr aktuell sind, aber uns trotzdem noch interessieren und uns berühren. Also mir hat es gefallen, weil ich selber aus dem Iran komme, aus einem anderen Land komme. Und es war eigentlich interessant, es zu hören, es zu verstehen, wie es eigentlich war vor 25 Jahren. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir sind schon sehr aufgeregt jetzt. Auch bei den Hauptdarstellern steigt langsam die Vorfreude auf die Verleihung. Tuscheln statt kuscheln. Heute wird nämlich verkündet, wer den Schülerkunstpreis gewonnen hat. Und wir dürfen das nachher machen. Und die Schüler haben noch keine Ahnung. Und wir freuen uns riesig auf die fröhlichen Gesichter. Und wir haben also die 3 Gewinner, also 3., 2., 1. Platz, haben wir ausgesucht. Ja, und es war ein harter Kampf. Dieser Preis geht an die Sekundarschule Berlin-Wilbersdorf. Karl Zeiss Oberschule. The One des Evangelischen Gymnasiums Neuruppin. Neben den Geldpreisen von insgesamt 5.000 Euro werden die Gewinner noch mit einer Zugabe belohnt. Die prämierten Arbeiten werden für die Spieldauer von Hinterm Horizont im Foyer des Stage-Theaters ausgestellt. Egal, welche Mauer es ist, man kann es überwinden, man kann es schaffen.